Minister Gabriel ist im Saal der Bundespressekonferenz angekommen. Sie haben es gesehen. Die obligatorischen Film- und Fotoaufnahmen werden gemacht. Die Bilder werden Sie dann morgen in den Zeitungen sehen können. Wie der Minister aussieht, könnt doch, jetzt kriegen wir ein bisschen freie Sicht. Gut, es geht um die Herbstprojektion für die deutsche Wirtschaft. Noch strebt die Regierung die schwarze Null für den kommenden Haushalt an. Und nun beginnt die Pressekonferenz. Ich darf Sie bitten, langsam auch hier vorne die Fotografen ihre Plätze einzunehmen. Wir sind, hängen schon ein bisschen hinter der Zeit. Die Kollegen, die von den Büros und Schnitträumen aus diese Leitungen verfolgen, warten schon. Bitte jetzt die Sicht freigeben für die Kameras. Und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Bundespressekonferenz. Sehr herzlich unsere Gäste. Ich begrüße den Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, sowie an seiner Seite Dr. Jeromin Zettelmeier, den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium. Das Thema ist die Herbstprojektion der Bundesregierung. Herr Minister, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Erstmal Ihnen allen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Für 65 sehen alle irgendwie noch ziemlich gut aus. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es ist ja doch eine große Tradition, die die Bundespressekonferenz kommend aus Bonn hier in Berlin fortgesetzt hat. Dann noch ein Tipp, wer was über den französischen Nobelpreisträger Herrn Tirol erfahren will, der kann sich hinterher mit Herrn Zettelmeier unterhalten. Das war nämlich sein Lehrer. Insofern haben wir jetzt alle Voraussetzungen dafür geschaffen, neue Marktmacht im Internet mit der Hilfe von Herrn Tirol und Herrn Zettelmeier besser kontrollieren zu können. Das war aber eine spaßige Bemerkung. Jetzt zu dem ernsteren Thema, meine Damen und Herren, die Herbstprognose der Bundesregierung über die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ist trotz anhaltender internationaler Herausforderungen durchaus von Zuversicht geprägt. Deutschland bewegt sich nach wie vor auf einem Wachstumspfad, der höher ist als den Jahren zuvor. 2012 hatten wir nur 0,7% Wirtschaftswachstum und 2013 sogar nur 0,4%. Klar ist, die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land hat sich seit den Erwartungen im Frühjahr eingetrübt. Im Vergleich zum guten ersten Quartal ist das Sommerhalbjahr schwächer ausgefallen. Andererseits sind aber die Fundamentaldaten für die Binnenkonjunktur, für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nach wie vor sehr gut. Und ich glaube, darauf muss man angesichts der Diskussionen der letzten Tage besonders hinweisen. Die Beschäftigung in Deutschland nimmt immer noch zu und die Arbeitslosigkeit immer noch ab. Im Jahr 2014 werden 325.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen, die allermeisten davon ganz reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Der Beschäftigungsaufbau wird sich auch im nächsten Jahr fortsetzen. Das sehen übrigens auch die Wirtschaftsforschungsinstitute genauso. Nur mal als Zahl, wir haben mehr als 30 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Deutschland. Das ist die höchste Zahl, die wir jemals hatten, und mehr als 41 Millionen Beschäftigte insgesamt. Auch die Einkommen steigen, nicht nur spürbare Tariflohnsteigerungen, sondern auch der Mindestlohn und verbesserte Rentenleistungen tragen dazu bei. Die verfügbaren Einkommen nehmen in beiden Jahren mit 2,2% 2014 und 2,9% 2015 kräftig zu. Das ist auch im historischen Vergleich eine ordentliche Steigerung. In den Jahren 2000 bis 2013 waren es nur 2%. Ich erinnere daran, dass vor wenigen Tagen noch auch die Deutsche Bundesbank dazu aufgefordert hat, wie viele andere, dass Deutschland gute und höhere Tarifabschlüsse braucht. Wir sehen, dass wir genau in dieser Richtung unterwegs sind. Da die Inflationsrate voraussichtlich niedrig bleiben wird, 2014 1,1%, 2015 1,6%, haben die Menschen auch real deutlich mehr Geld in der Tasche. Dies, und das sehen wir bei der wirtschaftlichen Entwicklung, beflügelt den privaten Konsum, der im Projektionszeitraum
Haupttreiber des Wachstums in Deutschland sein wird. Für diesen Anstieg erwarten wir, oder für dieses Jahr erwarten wir einen Anstieg der privaten Konsumausgaben um real 1%, für 2014 um 1,4%. Auch die Finanzierungsbedingungen der deutschen Unternehmen bleiben gut. Meine Damen und Herren, es gibt deshalb überhaupt keinen Grund zum Alarmismus und es gibt auch keinen Grund, den wirtschaftspolitischen, den finanzpolitischen oder den sozial- und arbeitsmarktpolitischen Kurs der Bundesregierung zu verlassen oder zu verändern. Wir sind daher zuversichtlich, dass die deutsche Wirtschaft die aktuelle Schwächephase überwinden wird. Insgesamt erwarten wir für dieses Jahr eine Zunahme des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,2% und für das nächste Jahr von bis zu 1,3%. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben letzte Woche in ihrer Gemeinschaftsdiagnose eine ähnliche Prognose abgegeben. Allein der Vergleich zu den eingangs bereits genannten Wachstumszahlen der Jahre 2012 und 2013, ich sage noch mal, 0,7% 2012, 0,4% 2013, zeigt, dass Deutschland nicht in einem Abschwungs-, sondern immer noch auf einem Wachstumskurs ist. Wenn bei 0,4% des Wirtschaftswachstums im Jahr 2013 niemand nervös geworden ist, dann gibt es bei 1,2 oder 1,3% in diesem und im kommenden Jahr auch keinen Grund dazu. Da die robuste inländische Nachfrage zu einem deutlichen Zuwachs der Importe führt, übrigens darüber sich die Leistungsbilanzungleichheit auch etwas verbessert, gehen vom Außenhandel insgesamt rechnerisch leicht negative Impulse auf das Wachstum in Deutschland aus. Ein gutes Zeichen ist die Entwicklung bei den Ausrüstungsinvestitionen. Wir rechnen damit, dass die Ausrüstungsinvestitionen in diesem Jahr um 3% und im kommenden Jahr um 4,1% zunehmen werden. Die Bauinvestitionen werden in beiden Jahren in einer ähnlichen Größenordnung liegen. 3,7% 2014 und 2015 2,9%. Damit läuft die Baukonjunktur ebenfalls etwas schleppender als noch im Frühjahr unterstellt. Gegenüber der Frühjahrsproduktion mussten wir die Wachstumserwartung deshalb senken. Allerdings weise ich darauf hin, dass bei der Vorstellung der Frühjahrsprognose ich bereits darauf hingewiesen habe, dass es internationale Entwicklungen gibt, die möglicherweise zu einer Änderung der Prognose führen können. Und das bestätigt sich nun. Insbesondere die Krise in der Ukraine hatte sich zwischenzeitlich verschärft, mit der Folge, dass die Europäische Union und andere Staaten gezwungen waren, ihren diplomatischen Bemühungen mit wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland Nachdruck zu verleihen. Dass dieses Vorgehen und eine mögliche Reaktion Russlands darauf nicht ohne Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung sein würde, war uns allen bewusst. Unsere Exporte nach Russland sind im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen. Auch wenn man das bedauern muss, so stellt sich doch die Frage, welche wirtschaftlichen oder auch politischen und finanziellen Auswirkungen es auf Europa haben würde, wenn die Verletzung von Grenzen und die Annexion eines Teils eines Nachbarlandes ohne jede Reaktion in Europa geblieben wäre, aus Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Die ungestrafte Rückkehr von imperialen Verhaltensweisen des 19. und 20. Jahrhunderts in das Europa des 21. Jahrhunderts jedenfalls würden ganz sicher unsere Kinder und Enkel mittelfristig weit höhere politische und wirtschaftliche Kosten abverlangen, als es die Sanktionen jetzt tun. Meine Damen und Herren, Einfluss auf unser Exportgeschäft hat auch insgesamt die gedämpfte Aufwärtsentwicklung der Weltwirtschaft gehabt. In vielen Schwellenländern bleibt die Entwicklung hinter der Dynamik der letzten Jahre zurück. Vor allem aber die Erholung im Eurogebiet, unserem nach wie vor größten Absatzmarkt mit knapp 40% unserer Exporte, kommt nur langsam voran. Die deutschen Exporte werden deshalb in diesem und voraussichtlich auch im nächsten Jahr weniger stark zunehmen als noch im Frühjahr erwartet. Für dieses Jahr rechnen wir mit einer Steigerung um real 3,4%, im nächsten Jahr um 4,1%. Meine Damen und Herren, das zeigt zweierlei. Einmal mehr bestätigt sich, dass es Deutschland nur gut gehen kann, wenn es auch Europa gut geht. Die Stabilität und die Erholung unserer Nachbarländer, insbesondere von großen Mitgliedstaaten wie Italien und Frankreich, liegt nicht nur in deren Interesse oder im europäischen Interesse, es liegt im ureigenen deutschen Interesse. Alle antieuropäischen Ressentiments
und Politik gegen die Stabilität der Eurozone, wie beispielsweise von der AfD, ist für Deutschland verheerend und würde sich zu einer Jobkiller-Politik entwickeln, wenn man sie zuließe. Allerdings zeigt dieser Befund der europäischen Schwäche als zentrale Ursache für die gesunkenen Wachstumserwartungen in Deutschland auch, dass hektische Rufe nach einer veränderten Finanzpolitik in Deutschland keinerlei Auswirkungen auf eine nachhaltige Belebung der Konjunktur hätten. Mehr Schulden in Deutschland schaffen kein Wachstum in Italien, Frankreich, Spanien oder Griechenland. Die dort nötigen Anstrengungen für strukturelle Reformen müssen stattdessen verbunden werden mit Investitionen in Wachstum und in höhere Wettbewerbsfähigkeit dieser EU-Mitgliedstaaten. Das erreicht man nicht durch höhere deutsche Schulden für die deutsche Infrastruktur. Deshalb muss sich unser Augenmerk im Zusammenhang mit der Konjunkturprognose nicht auf die deutsche Finanzpolitik richten, wie in den letzten Tagen geschehen, sondern auf die europäische Reform- und Wachstumspolitik. Die Bundesregierung jedenfalls geht davon aus, dass sich ein Haushalt ohne neue Schulden, die berühmte schwarze Null, mit den jetzt prognostizierten Wachstumszahlen von 1,2% im Jahr 2014 und bis zu 1,3% 2015 erreichen lässt. Dieses finanzpolitische Ziel vereinbaren wir mit einer stetigen Erhöhung der Investitionen in Deutschland. Wir entlasten die Kommunen als Hauptträger der öffentlichen Investitionstätigkeit am Ende dieser Periode mit insgesamt rund 10 Milliarden Euro. Wir investieren rund 9 Milliarden Euro mehr in Bildung, Forschung und Hochschulen und wir investieren 5 Milliarden Euro zusätzlich in die Verkehrsinfrastruktur. Darüber hinaus arbeitet die Bundesregierung an neuen Formen zur Finanzierung der öffentlichen Infrastruktur durch privates Kapital. Insbesondere beim Breitbandausbau können wir das durch einen neuen und besseren Regulierungsrahmen für die Telekommunikationsunternehmen deutlich beschleunigen. Wir entwickeln aber auch Maßnahmen zur Erhöhung der Investitionen in private Unternehmen, denn leider wird in der Debatte um die öffentliche Infrastruktur übersehen, dass Deutschland seit mehr als 10 Jahren auch eine viel zu geringe Nettoinvestitionsquote in ihren Unternehmen besitzt. Ich sage mal in Parenthese, mehr als 10 Jahre, also die belügte Behauptung, der Mindestlohn oder die Rentenbeschlüsse seien das Problem, können mindestens mal für eine 10 Jahre und länger anhaltende Investitionsschwäche, wie der DIHK sie festgestellt hat, wohl kaum verantwortlich sein. Um hier den Trend umzukehren, müssen wir den Fachkräftemangel angehen und vor allem die Energiepreisentwicklung in Deutschland stabilisieren. Dazu werden auch die Vorschläge zur Steigerung der Energieeffizienz beitragen, die die Bundesregierung bis Ende des Jahres vorlegen wird, sowie die Vorschläge zur Förderung von Start-ups in der Wachstumsphase. Ein Teil davon haben wir sogar schon umgesetzt. Alle diese Projekte, meine Damen und Herren, finden Sie wieder in der Koalitionsvereinbarung von CDU, CSU und SPD. Und die gute Nachricht ist, auch die jetzigen Wachstumsprognosen erlauben die Umsetzung genau dieser Vorhaben der Koalition, ohne dabei das haushaltspolitische Ziel eines ausgeglichenen Haushalts ohne neue Schulden jetzt aufgeben zu müssen. Ziel ist es, damit die deutsche Wettbewerbsfähigkeit mittelfristig weiter zu verbessern. Das aber ist etwas anderes, als jetzt mittels neuer Schulden die Illusion zu verbreiten. Wir könnten damit die Wachstumsschwäche in Europa, die zentral ist für den derzeitigen Konjunkturtrend, verändern. Stattdessen bin ich sehr froh darüber, dass der designierte EU-Kommissionspräsident Juncker konkrete Vorschläge für ein Investitionsprogramm vorlegen will, zu mehr Wachstum und Beschäftigung in Europa. Wichtig wäre es allerdings, diese Wachstumsinitiativen zu nutzen, um einerseits das in Europa vorhandene private Kapital ebenfalls zu mobilisieren, andererseits die Investitionen in eine nachhaltige Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit zu lenken und nicht neben 2 Autobahnen, die aus Europa finanziert wurden, noch eine dritte zu bauen, auf der dann wieder keiner fährt. Insbesondere geht es also um den Ausbau der Breitbandnetze in Europa und in eine gemeinsame europäische Energiearchitektur, in deren Mittelpunkt die massive Erhöhung der Energieeffizienz stehen soll. Beide Bereiche bieten Chancen, neben Investitionstätigkeit ausgelöst durch die Europäische Union, privates Kapital in Europa zu mobilisieren, das es genauso wie Deutschland ja umfangreich gibt. Lassen Sie mir noch etwas zur Finanzierung der notwendigen Investitionen in Wachstum und Beschäftigung sagen. Es kann nicht sein, dass Europa einerseits nicht weiß, wie es Wachstum finanzieren soll, andererseits aber hinnimmt,
dass an einem dummen Steuersenkungswettbewerb dem Kontinent jährlich 1,5 Billionen Euro verloren gehen. Dass weltweit agierende Konzerne zwar hohe Gewinne in Europa machen, dann aber durch das gegenseitige Steuerdumping unter den Mitgliedstaaten der EU am Ende gerade mal 1 bis 2% Steuern zahlen, ist ein wirklicher Skandal. Es ist ökonomisch falsch und sozial höchst ungerecht. Wer nach Finanzierungen fragt, findet hier seine Antwort. Wenn wir nur 10% davon mobilisieren würden, hätten wir eine wirklich nachhaltige Wachstumsfinanzierung auch für deutsche Infrastruktur. Denn auch Deutschland gehen in diesem Steuerdumping-Wettbewerb 150 Milliarden Euro jährlich verloren. 10% davon wäre eine Menge für die deutsche Infrastruktur. Ich bin deshalb dem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sehr dankbar, dass er intensiv an der OECD-G20-Initiative Base Erosion and Profit Shifting mitarbeitet, um wirkungsvoll gegen Gewinnverlagerung von internationalen Konzernen in Steueroasen voranzugehen. Denn global tätige Großunternehmen sollen keine niedrige Steuerbelastung haben als mittelständische Unternehmen in Deutschland. Und wir müssen ebenfalls die Arbeiten an einer gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage vorantreiben. Sie soll den Unternehmen im europäischen Binnenmarkt weitere Perspektiven eröffnen, insbesondere durch transparente Steuerregelungen beim unternehmerischen Engagement in anderen Mitgliedstaaten. Und der bereits beschlossene automatische Informationsaustausch ist ein wichtiges Instrument beim Kampf gegen grenzüberschreitende Steuerhinterziehung. Meine Damen und Herren, Steuergerechtigkeit und Fairness zwischen Mittelstand und weltweit agierenden Unternehmen gehört auf die Tagesordnung der Europäischen Union. Nur dann werden wir Wachstum und Beschäftigung nachhaltig finanzieren können. Meine Damen und Herren, eine Wachstumsdelle ist keine Naturkatastrophe, aber sie ist für die Politik ein Signal, dass in Europa mehr getan werden muss. In Deutschland sind wir nach wie vor auf einem Weg, bei dem wir die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes verbessern wollen und auch verbessern werden. Wir können den Kurs, den wir eingeschlagen haben, deshalb wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch und auch arbeits- und sozialpolitisch fortsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Kommen wir zu den Fragen. Ich habe schon einige auf der Liste. Herr Gers macht den Anfang. Wir haben mehrfach betont, den wirtschaftspolitischen und finanzpolitischen Kurs zu ändern. Ist das eine generelle Absage an nachfrageorientierte Konjunktursteuerung? Es gibt ja in Ihrer Partei nach wie vor einen teilweise ungebrochenen Glauben, dass solche Programme nötig werden könnten. Wenn wir die Kommunen um 10 Milliarden Euro entlasten, dann wird ein Teil davon genutzt werden, um zu investieren, hoffentlich der größere Teil. Wenn wir dazu beitragen, dass wir 5 Milliarden Euro mehr in die Verkehrsinfrastruktur tun, dann ist das Investitionstätigkeit. Ich glaube, dass es darauf ankommt, erstens sich darüber im Klaren zu sein, dass in der Wirtschaftspolitik es so ist wie im richtigen Leben. Der liebe Gott hat uns Gott sei Dank zwei Hände gegeben. Es macht keinen Sinn, immer nur eine zu gebrauchen. Das gilt vice versa. Wogegen ich aber was habe, ist, dass die aktuelle Lage dazu genutzt wird, um ideologische Auseinandersetzungen zu führen. Die brauchen wir überhaupt nicht führen, sondern wir haben, das haben die Zahlen eben belegt, nach wie vor einen Wachstumspfad. Und wir können das, was sich die Koalition vorgenommen hat, das ist Grundlage unserer Arbeit, mit dem Ziel ausgeglichener Haushalte vereinbaren. Mit den Zahlen 1,2 oder 1,3% Wirtschaftswachstum für dieses und das nächste Jahr, dem nächsten Jahr. Deswegen finde ich, gibt es überhaupt keinen Grund, jetzt eine ideologiegeschwängerte Debatte zu tragen, sondern ganz praktisch das umzusetzen, was wir in der Koalition verabredet haben. Frage, das heißt aber auch, mehr wird es nicht geben. Das heißt, es gibt ja die Forderung der EU-Partner, dass Deutschland mehr tun müsse beispielsweise. Dem erteilen Sie dann auch eine Absage damit. Ich finde, wir tun eine ganze Menge. Worum es jetzt geht, ist dafür zu sorgen, dass die Konsolidierungspolitik in Europa ergänzt wird durch eine Wachstumspolitik. Das allerdings sage ich schon seit einem halben, dreiviertel Jahr. Jetzt kriegen wir den Beleg, dass Europa und die europäische Schwäche das Kernproblem auch der deutschen Konjunktur ist. Wir helfen der deutschen Konjunktur nicht durch Strohfeuer und mehr Schulden, sondern wir helfen auch der deutschen Konjunktur nur dadurch, dass die europäische in Gang kommt. Der Blick, wenn ich das mal sagen darf, der Debatte in Deutschland in den letzten Tagen, der ist ein bisschen sehr deutschlandzentriert. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, sondern wir müssen uns kümmern um das, was in Europa passiert. Das ist die Hauptaufgabe auch der deutschen Bundesregierung, nicht ihr alleine. Und das bedeutet, Reformen, strukturelle Reformen zu verbinden
mit Wachstumsimpulsen und mit der Mobilisierung privaten Kapitals für Investitionen in eine höhere Wettbewerbsfähigkeit. Darum geht es und nicht um eine sozusagen Reduktion auf innenpolitische, sagen wir mal, Austausch innenpolitisch-ideologischer Standpunkte. Frau Marschall. Aber mit Verlaub, diese ideologiegeschwängerte Debatte kommt ja aus Ihrer Partei, also Ihre Partei. Also Kollegen von Ihnen haben ja solche Ansichten geäußert. Was sagen Sie denen denn? Also was sagen Sie denn zu Herrn Stegner zum Beispiel, der das, sagt, was ich Herrn Tauber heute sagen würde, wenn er hier wäre, oder dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-CDU-Bundestagsfraktion, die jetzt Kursänderungen fordern oder sagen, die verabredeten Projekte der Koalition sollten noch mal überdacht werden. Ich sage allen das Gleiche, dass die Regierung Grund hat, bei ihrem Kurs zu bleiben. Okay, dann noch eine Frage. Wie soll denn Herr Juncker sein 300 Milliarden Euro Finanzierungs- oder Konjunkturpaket oder Investitionspaket finanzieren? Also erstens habe ich Ihnen eben was gesagt zum Thema Steuerdumping in Europa. Zweitens, wenn sozusagen, müssen ja auch schnell in Gang kommen und können jetzt nicht irgendwie lange noch warten, wobei ich finde, die Steuerpolitik gehört sofort auf die Tagesordnung, ist das Erste, dass ich es klug finde, die Kapitalerhöhung der EIB zu nutzen, um darüber, ich glaube, es sind roundabout 100 Milliarden Euro, zu mobilisieren zur Unternehmensfinanzierung. Die EIB muss allerdings aufhören, ihre sozusagen Anforderungen an einen gewährten Kredit an Maßstäbe zu knüpfen, die dann nur in den Ländern erfüllt werden können, die kein wirkliches Problem haben. Das Zweite ist, ich glaube, dass es Sinn macht, nicht abgerufene Strukturhilfemittel nicht zurückfließen zu lassen in die Länderhaushalte, sondern sie zu nutzen für Wachstumsinvestitionen. Und das Dritte ist, Better Spending ist garantiert ein Thema der Europäischen Union. Ich meine, wir geben mehr als 40% für Agrarsubventionen aus und einen verschwindend geringen Anteil für Forschung und Entwicklung. Es muss darum gehen, auch die vorhandenen Mittel besser für Wachstum einzusetzen. Und sagen wir mal, das sind ja schon ganz konkrete Anlässe und Vorschläge, mit denen man da was bewegen kann. Herr Pichler. Herr Gabriel, jetzt sagen die Forschungsinstitute im Herbstgutachten, dass es ja nicht nur außenwirtschaftliche Risiken gibt, sondern ein Grund für das schwächere Wachstum in Deutschland ist auch die Binnenkonjunktur. Und Sie sehen da Handlungsbedarf. Schlagen Sie diesen Rat in den Wind? Also ist das sozusagen eine Überbetonung der Forschungsinstitute? Und dann noch eine Frage zu Ihren Wachstumszahlen. Da steht hier bei dem Jahr 2013 steht ein Wachstum von 0,1 und bei 2012 0,4. Ich glaube, das sind nicht die richtigen Zahlen. Also Sie hatten ja selber gesagt 0,7. 2012 waren es 0,7 und 2013 waren es 0,4. Ja, sonst sind die Zahlen falsch. Ich weiß jetzt nicht, was Sie vorliegen haben. Ich habe meine Rede vorgelesen. Die kann ich Ihnen aber nachher auch geben. Aber die erste Frage dann bitte. Die erste Frage, die Wirtschaftsforschungsinstitute haben uns im Frühjahrsgutachten bescheinigt, dass die Konjunktur in Deutschland schon damals im Wesentlichen getragen wird durch die Binnennachfrage. Wodurch steigt die Binnennachfrage? Natürlich erstens darüber, dass Menschen sich den Eindruck haben, dass ihr Job sicher ist. Das wird auch jetzt in der Prognose bestätigt. Wir haben eher noch einen Beschäftigungsaufbau. Zweitens, dass es bessere Löhne gibt. Auch das hat sich sozusagen durch Tarifabschlüsse, durch die Maßnahmen, die wir in Gang gesetzt haben, dass wir ein Netz nach unten gespannt haben mit dem Mindestlohn, dass wir angekündigt haben, dass wir Leih- und Zeitarbeit wieder auf das Maß zurückführen wollen, dass es sozusagen für die Flexibilität der Unternehmen gebraucht wird, haben wir dafür gesorgt, dass bessere Tarifabschlüsse möglich werden. Das heißt, wir tun das, was die Wirtschaftsweisen von uns verlangen. Ich finde sie, wenn ich das sagen darf, die Wirtschaftsweisen widersprechen sich ein bisschen, wenn sie einerseits fordern, was für die Binnennachfrage zu tun, andererseits den Mindestlohn kritisieren. Diese gegenteilige Position habe ich mit den mir zur Verfügung stehenden bescheidenen intellektuellen Mitteln noch nicht mir erklären können, aber vielleicht erklärt es mir irgendwann einer. Ich glaube, wir machen gerade für die Binnennachfrage eine ganze Menge. Herr Walde. Ja, danke. Aus der Union, Herr Gabriel, gibt es Stimmen, dass man der deutschen Wirtschaft jetzt erstmal keine weiteren Belastungen zumuten wolle. Frau Hasselfeld meinte heute etwa bei der Frauenquote, sei es doch sinnvoll, mal über eine Pause zum Beispiel nachzudenken. Teilen Sie das oder sind Sie bereit, der deutschen Wirtschaft weitere Belastungen zuzumuten? Ich glaube, dass die Frauenquote keine Belastung ist, sondern Fairness gegenüber Frauen. Im Übrigen ist ganz einfach. Wenn ich sage, die Bundesregierung wird ihren wirtschafts-, ihren finanzpolitischen und ihren arbeits- und sozialpolitischen Kurs fortsetzen, dann gilt das für die gesamte
Koalitionsvereinbarung und nicht nur für Teile davon. Herr Vielemeier. Ein bisschen war ja heute jetzt die Überschrift Infrastruktur und Finanzierungsproblem. Da frage ich mal bei der Digitalisierung, Breitbandausbau, haben Sie da irgendwelche Ideen, wie das in Zukunft weitergehen soll, wie man diesen Engpass, diesen Schlüsselengpass beenden kann? Das habe ich ja beim letzten Mal hier in der Bundespressekonferenz zusammen mit Herrn Dobrindt schon gesagt. Die ersten 65% des Ausbaus auf 50 Megabit pro Sekunde bis 2018 schaffen die Unternehmen nach deren Aussage alleine. Um dann auf mehr als 80% zu kommen, müssen wir den Regulierungsrahmen ändern. Kostet uns auch noch kein Geld. Und das, was dann kommt an zusätzlichen Mitteln, soll ja aus der Dividende, der digitalen Dividende finanziert werden. Aber es wird nicht reichen, wenn wir nicht auch den Regulierungsrahmen ein Stück so verändern, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen, dass ein Unternehmen wie die Telekom auch das Geld verdienen kann, um den Ausbau bis 80% zu schaffen. Ganz kurze Nachfrage, haben Sie da noch neue Ideen? Gibt es ja bald einen digitalen Gipfel oder so, neue Ideen, die Sie präsentieren und umsetzen wollen? Ja, jedenfalls haben wir eine ziemlich klare Vorstellung darüber, was wir an Regulierungsrahmen verändern müssen. Aber kann ich Ihnen jetzt auch nicht aus dem Kopf alles vortragen. Das ist eine ganze Liste. Frau Buchholz. Herr Gabriel, Sie verbreiten hier jetzt Optimismus und korrigieren gleichzeitig Ihre Zahlen nach unten. Was hat das denn tatsächlich für eine Bedeutung für die deutsche Wirtschaft? Die ich Ihnen geschildert habe. Ja, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Also ich hatte das Gefühl, Sie haben uns vor allen Dingen positive Signale geschildert. Ja, Arbeitslosigkeit, Binnennachfrage. Also eigentlich läuft es doch alles prima, oder? Also wenn die Arbeitslosigkeit sinkt und die Beschäftigung steigt und die Einkommen steigen, weiß ich jetzt nicht so richtig, was daran... Ich kann ja nur auch nichts dafür, dass die Zahlen ganz gut sind. Was schlechter geworden ist, ist die Konjunkturprognose. Aber jetzt im letzten Jahr 2013, ich wiederhole, da waren wir bei 0,4 und haben erklärt, das ist Wachstum. Jetzt sind wir bei 1,2, da erklären manche öffentlich, das sei Rezession. Das ist mir nicht so recht zugänglich. Vor allen Dingen dann nicht, wenn die Arbeitslosigkeit oder der Arbeitsmarkt robust ist. Ich glaube, dass solches Schwarzreden nichts bringt, sondern ich präsentiere einfach mal die Zahlen, die es gibt. Dass wir ein Problem in der europäischen Entwicklung haben, das habe ich geschildert. Und wir sind ein exportorientiertes Land. 40% geht in die Eurozone, fast 60% in die Europäische Union. Natürlich wird die deutsche Exportwirtschaft, die deutsche Industrie auf Dauer nur auf gutem Kurs bleiben, wenn Europa wieder in Gang kommt. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt auch keine ganz neue und überraschende Botschaft. Es gibt ein paar Menschen, die glauben in der Politik, Deutschland könnte das machen ohne. Manche nennen sich Alternative. Ich glaube, dass das ein großer Irrtum ist. Und wer dafür Belege sucht, findet sie in der aktuellen Konjunkturentwicklung. Herr Kollege. Machen gerade von der Weltbild am Sonntag. Ich hätte kurz zwei Fragen. Die erste ist, die Wirtschaftsinstitute haben ja gesagt, die Rente mit 63 würde 100.000 Jobs kosten nächstes Jahr. Haben Sie da auch Berechnungen angestellt, wie die Beschäftigungseffekte sind? Und die zweite Frage, Sie sagten ja auch, mit den jetzigen Wachstumszahlen könnte man die schwarze Null erreichen. Mir ist noch nicht so ganz klar genau, wie das funktioniert, weil werden ja auf jeden Fall im nächsten Jahr normalerweise Steuereinnahmen fehlen. Gibt es so eine Daumenregel, 0,1 Prozentpunkte weniger Wachstum, gleich 700 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen. Also sinken die Steuereinnahmen gar nicht so stark oder wie kommt das zustande? Also zu Frage 1, wie ein Wirtschaftsinstitut das in sein Gutachten reinschreibt, dass nächstes Jahr die Beschäftigung noch mal steigt. Ich glaube, die haben reingeschrieben um 170.000. Und die Arbeitslosigkeit noch mal sinkt. Wie man gleichzeitig schreiben kann, die Rentenbeschlüsse führten zu Beschäftigungsverlusten, erschließt sich mir mit meiner Kenntnis der Grundrechenarten nicht unmittelbar. Deswegen, ich finde auch, ich meine, da steht ja auch was drin zum Mindestlohn, den gibt es noch gar nicht. Da wird schon reingeschrieben, was der alles Schreckliches bewirkt hat. Und ich muss noch mal sagen, wir haben zwei Entwicklungen, die sind älter als 10 Jahre. Die sind wirklich ein Problem. Die haben aber mit der Konjunkturentwicklung nichts zu tun. Das erste ist die Investitionsschwäche in der öffentlichen Infrastruktur. Und das zweite ist eine seit über 10 Jahren anhaltende, zu geringe Nettoinvestitionsquote. Ich finde ja, man muss sich entscheiden. Entweder man will Empirie in der Wissenschaft machen oder im Parlament eine Rede halten. Wenn Sie nur im Parlament eine Rede halten wollen, dann kann man so tun, als hätte die aktuelle Debatte über Infrastruktur was zu tun mit Rente und mit Mindestlohn. Wenn Sie sich an die Empirie halten, ist das schon logisch gar nicht möglich. Und deswegen finde ich, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass
manches nicht zur Wirtschaftstheologie wird statt zur Wirtschaftswissenschaft. Glaubenssätze verkünden hilft ja auch nichts. Deswegen kann ich die Kritik an der Rente nicht verstehen, zumal ich ohnehin nicht der Überzeugung bin, dass das alles zusätzlich Leute sind, die in Rente gehen, sondern viele wären auch so gegangen, bloß dass sie Renteneinbußen gehabt hätten. Dass sie die jetzt nicht haben, das ist was Gutes für die Binnenkonjunktur, von der ich auch lese, dass die ja gefördert werden soll. Und zu der Frage, wie entwickelt sich das mit den Steuern? Sie können nicht sozusagen einfach bruchlos sagen, dass eine bestimmte ökonomische Entwicklung bei... Ja, ich lege es mir gerade vor, was ich vorlesen soll. Ich habe es aber noch im Kopf. Dass beispielsweise deutsche Exporte sind umsatzsteuerbefreit. Das heißt, wenn die Exporte zurückgehen, wenn das, habe ich ja gesagt, ist einer der Gründe für die rückgehende Konjunktur, dann hat das nicht unmittelbar Auswirkungen auf die Steuereinnahmen. Wenn gleichzeitig die Lohn- und Beschäftigungsentwicklung weiter besser wird, dann hat das ganz gute Auswirkungen auf die Steuerentwicklung. Deswegen kann man nicht einfach sagen, Wirtschaftswachstum ist nicht 1,8%, sondern nur 1,2%. Deswegen heißt das Steuereinbußen. Sie müssen immer gucken, woher kommt es. Wäre die Entwicklung umgekehrt, wir hätten steigende Exporte, aber nach wie vor eine schlechte Binnenkonjunktur, dann könnte das deutlich mehr Schwierigkeiten bei den Steuereinnahmen produzieren, als es jetzt produzieren wird. Herr Chilas. Ja, in den überverschuldeten Ländern gibt es einen Investitionsstreik seitens der Privatunternehmen. Und dazu gibt es auch die Banken, die überhaupt kein Geld hergeben, obwohl sie refinanziert und rekapitalisiert wurden. Nun, wäre da nicht der Staat der richtige Adressat für Investitionen, der letztverbliebene mögliche Investor, da es die privaten Investoren nicht gibt, und statt dass man diese Staaten, die Primärüberschüsse, die sie jetzt begonnen haben zu produzieren, also statt sie zu zwingen, diese Primärüberschüsse für die Tilgung ihrer Schulden aufzuwenden. Naja, eines der Probleme in diesen Staaten, in einigen dieser Staaten ist, dass der Staat, wenn sie ihm Geld geben, ehrlich gesagt sich nicht als derzeit besonders aufnahmefähig darstellt. Das heißt, in Wahrheit gibt es staatlich oftmals eine so schwierige Administration, dass die Wahrscheinlichkeit, dass mit mehr Geld zum Beispiel Infrastruktur ausgebaut ist, nicht sehr groß ist. Nehmen Sie mal das Beispiel Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ich erinnere mich noch gut an die Debatte um das 6-Milliarden-Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa. Das wurde ja als zu gering bezeichnet, haben wir damals auch gesagt. Dann stellt sich raus, dass da 6 Milliarden Euro sind, aber bis vor wenigen Wochen nur ein einziges Land innerhalb von 1-2 Jahren überhaupt einen Antrag gestellt hat auf Mittel. Das war Frankreich. Die Länder, in denen die Jugendarbeitslosigkeit besonders hoch sind, haben nicht mal einen Antrag gestellt. Das weist darauf hin, dass es nicht nur um Geld geht. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Strukturreformen und Investitionen. Aber wir haben zum Teil durchaus ja Geld, nehmen Sie die Strukturfondsmittel, die da nicht abgerufen werden. Und zwar nicht nur deshalb, weil die nationale Kofinanzierung schwierig ist, sondern weil offensichtlich auch die Administration nicht in der Lage ist, mit dem Geld so umzugehen, dass man einigermaßen sicher sein kann, dass es auch für das Infrastrukturprojekt genutzt wird, das angemeldet wurde. Also wir sollten das Problem auch nicht kleinreden. Es geht nicht nur um Geld. Herr Pichler nochmal. Ich wollte nochmal auf den Vergleich der letzten Jahre zurück, Herr Gabriel. Es gab ja auch Jahre 2010, 2011, da hatten wir Wachstumsraten von 3 bis 4%. Heißt es denn, Sie sind jetzt so mit Raten um 1% zufrieden? Da haben Sie keine weiteren Ambitionen? Nö, bin ich nicht. Weil Sie das so begründet haben, dass es im mehrjährigen Vergleich ja doch ganz akzeptabel sei. Ich habe mich dagegen gegen sozusagen das Hineinreden in eine Rezessionsstimmung gewandt. Warum sollte ich mit 1,1 oder 2 oder 3% zufrieden sein? Aber ich halte es auch für Unsinn, jetzt so zu tun, als seien sozusagen eine zu geringe nationale Verschuldung das Problem. Ich fand das ja putzig, dass die gleichen Gutachter, die noch vor wenigen Monaten immer gesagt haben, er müsse Defizite abbauen, jetzt sagen, eine schwarze Null sei ein Prestigeziel. Finde ich auch eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, in der man politische Ziele ändert.
Und deswegen glaube ich, dass wir auf einem ganz guten Weg sind, aber dass wir mit nationalen Verschuldungsprogrammen ein europäisches Problem lösen, das glaube ich nicht. Frau Marschall. Ja, die Definition einer Rezession ist ja, wenn es zwei Quartale hintereinander eine Schrumpfung gab des Bruttoinlandsprodukts. Und das zeichnet sich ja gerade ab. Also wir hatten ja im zweiten Quartal ein Minus und im dritten könnten wir auch ein Minus haben. Dann haben wir schon. Also so die Frage, ob wir dann eine Rezession herbeireden oder ob sie dann da ist. Also vielleicht können Sie dazu noch Stellung geben. Ja, wenn ich 1,2% Wirtschaftswachstum habe und im nächsten 1,3 prognostiziere, fällt mir das. Ist es für mich jedenfalls nicht möglich. Ja, das sind ja nur Jahreswerte. Also kann ja, darauf kommt es am Ende an, ehrlich gesagt. Okay. Und ein steigender also ein robuster Arbeitsmarkt, vielleicht bin ich als Sozialdemokrat ein bisschen zu sehr auf die Frage fixiert, haben Leute Arbeit, dann wird die Arbeit anständig bezahlt. Das halte ich für eine der ganz wesentlichen Bedingungen für eine gute Wirtschaftsordnung. Und da fällt mir kein Argument ein, Deutschland zu erklären, wir seien in einer Rezession und müssten jetzt Schuldenprogramme auflösen. Also das. Noch eine Frage kurz in Ihrer Prognose. Ist die Arbeitslosigkeit 2015 noch unter 3 Millionen im Jahresdurchschnitt? Das weiß ich nicht aus dem Kopf, muss ich mal fragen. Beantworten wir Ihnen gleich, ja? Dann können wir vielleicht die Frage des Kollegen vorziehen. Daniel Lading von dem Schwedischen Rundfunk. Können Sie dann Europa und alle anderen erklären, warum es so wichtig ist mit der berühmten schwarzen Null? Sie haben jetzt gesagt, man darf nicht Wirtschaftstheologie betreiben. Ist das nicht gerade das? Kann ich Ihnen sagen. Oder hat das wirklich wirtschaftlichen Sinn nur an sich? Ja, ich finde es ganz vernünftig, wenn man einen so hohen Schuldenstand hat, wie wir es auch haben, den Versuch zu unternehmen, diese Schulden nicht durch jährliche Erhöhung der Nettokreditaufnahme zu erhöhen. Dafür haben wir mal die Verfassung geändert. Also von daher, ich kann auch als Sozialdemokrat keinen Sinn darin erkennen, sozusagen Schulden zu machen, wo ich am Ende ja noch nicht mal einen Effekt habe. Ich werde die europäische Konjunktur damit nicht verändern, außer dass ein Steuerzahler für irgendwann für höhere Schulden höhere Anteile seiner Steuern zur Finanzierung von Zinsen ausgibt. Ich glaube, dass das eine ziemlich unsoziale Politik wäre. Jemand, der hart arbeitet und Geld an den Staat gibt, der möchte nicht, dass durch die Zinsanteile, die Gott sei Dank zurzeit niedrig sind, aber ja irgendwann vielleicht nicht so bleiben, ein immer höherer Anteil an Leute gibt, die so viel Geld haben, dass sie sich die Bank als Eigentum leisten können, die dem Staat Geld leiht. Also an einer hohen Staatsverschuldung hat in der Regel jemand interessiert, der selber so viel Geld hat, dass er dem Staat über eine Bank Geld leihen kann. Der hat Interesse an Staatsverschuldung. So ein ganz normaler Arbeitnehmer findet das möglicherweise besser, wenn von dem Geld möglichst viel in die Bildung seiner Kinder geht. Deswegen halte ich Staatsverschuldung nicht für ein Staatsziel. Wir bleiben unter 3 Millionen. Dann ist die Frage damit auch beantwortet. Herr Gerst ist der Nächste. Ja, noch mal zu den Konjunkturausblicken, Herr Gabriel. Ist für Sie gar kein Szenario denkbar, wo Sie eventuell gegensteuern müssten? Also ich sage mal, ohne jetzt die Konjunktur schlecht reden zu wollen, aber schließen Sie das kategorisch aus, dass man in irgendeiner Form gegensteuern müsste? 1,2 und 1,3%. Das ist klar, aber wenn es schlechter werden sollte. Sie können jetzt von mir nicht verlangen, dass ich pessimistische Szenarien durchspiele. Wenn es schlechter wird, dann wird man sich in Deutschland auf eine schlechtere Konjunkturprognose einstellen müssen und darüber reden, was man macht. Aber das ist nicht Gegenstand der jetzigen Prognose. Es gibt dafür keine validen Anzeichen. Und was wäre das für eine Politik, wenn man jetzt sagt, alle Fundamentaldaten weisen auf einen Wachstumspfad hin, auch wenn der nicht groß genug ist. Und egal, was an Fundamentaldaten da ist, jetzt spekuliere ich mal öffentlich über die Rezession. Ich meine, das ist doch nicht besonders sinnvoll, glaube ich. Also ich will es jedenfalls nicht machen. Herr Kollege. Andreas Jöri vom Österreichischen Rundfunk. Wenn ich Ihnen so zuhöre, bekommt man den Eindruck, das, was Sie sagen, ist richtig und das, was die Wirtschaftswissenschaftler sagen, ist falsch. Wozu braucht es die Wirtschaftswissenschaft eigentlich noch? Also ehrlich gesagt, ich hätte jetzt nichts gegen den Eindruck, aber die Wirtschaftswissenschaftler präsentieren uns ja eine Reihe von Daten, die wir übernehmen. Und was ich an den Darstellungen der Wirtschaftswissenschaften ein Problem finde, ist erstens ihr Umgang mit dem Thema Binnennachfrage, der scheint sich im Laufe der Jahre widersprochen zu haben, und zweitens
scheint es mir eine Differenz zu geben zu dem, was uns früher vorgestellt wurde als dringend notwendige Konsolidierungsaufgabe der Haushalte und was uns jetzt präsentiert wird. Da scheint es mir eine Differenz zu geben. Und ansonsten gibt es die Differenz, dass ich glaube, dass der Widerstand gegen den Mindestlohn und gegen die Rente nach 45 Versicherungsjahren einer ist, den die nun vor der Wahl aufgeschrieben haben. Naja, was sollen sie nur nach der Wahl machen? Das heißt, Sigmar Gabriel hat recht und die Wirtschaftswissenschaftler irren. Nö, die haben bestimmt auf der Mehrzahl ihrer Seiten, sind die viel schlauer als ich. Aber nicht in dem Punkt. Ja, ich habe eine andere politische Auffassung dazu und die haben wir auch umgesetzt. Ja, das ist so im Leben manchmal. Herr Kollege. David Böcking, Spiegel Online. Sie haben ja kürzlich eine Kommission einberufen, um mehr privates Finanzkapital zu mobilisieren für die Infrastruktur. Werden Sie angesichts der jetzt verschlechterten Aussichten das möglicherweise beschleunigen und wann sind da konkrete Ergebnisse zu erwarten? Nein, das glaube ich, werden wir nicht, sondern wir überlassen das natürlich der Kommission selbst. Wir wollen jetzt auch nicht da Schnellschüsse machen. Man muss noch mal zwei Dinge auseinanderhalten. Ich habe diese Kommission vor der Sommerpause vorbereitet, lange bevor eine Debatte über Konjunktur im Gang war. Warum? Weil ich glaube, dass ganz abseits, selbst bei noch besseren Konjunkturzahlen, also angenommen, das Wachstum wäre jetzt bei 2%, selbst dann glaube ich, dass die deutsche Wirtschaft, die deutsche Volkswirtschaft ein paar große Herausforderungen hat, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft betreffen. Das sind Digitalisierung oder die Vernetzung, das ist das Thema Energiepreise, sind Fachkräfte und das ist ihre nun schon so lang anhaltende Investitionsschwäche. Und zwar nicht nur mit Blick auf die öffentliche Infrastruktur. Das können Sie nachlesen in meiner ersten Haushaltsrede in meinem Amt, die habe ich irgendwie Anfang des letzten Jahres gehalten. Da habe ich gesagt, das sind die Herausforderungen, die wir zu bestehen haben, selbst wenn die Konjunkturprognose ganz gut aussieht. Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichtes hier in diesem Raum habe ich präzise diese Felder angegeben, von denen ich glaube, dass man sie nicht außer Acht verlieren darf. Und an denen werden wir arbeiten, weil das was mit der mittelfristigen Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft zu tun hat. Das hat nichts zu tun mit aktuellen Konjunkturschwankungen. Die Themen muss man betreiben, egal ob die Konjunkturprognose gut oder weniger gut ist. Wenn sie greifen, können sie vielleicht helfen, ein bisschen sozusagen noch die Konjunktur zu verbessern, aber sie haben eher einen strukturellen Hintergrund. Meine Sorge ist einfach, dass, wenn wir beim Thema Industrie 4.0, bei Themen wie Energiepreisentwicklung, wir da nicht aufpassen, dass wir dann in längerer Frist ein Problem kriegen. Jetzt haben wir ein konjunkturelles Problem, das hat viel mehr mit Weltwirtschaft und vor allem mit der Lage in Europa zu tun. Und für wann erwarten Sie die Ergebnisse der Kommission? Wir haben, glaube ich, die Expertenkommission hat, glaube ich, früher gesagt. Aber Sie können Herrn Fratscher auch selber fragen. Also. Herr Müller-Fock, um nochmal auf die Kritik an den Wirtschaftswissenschaftlern zurückzukommen. Sie haben gesagt, es könne nicht sein, dass man sagt, wegen der Rente mit 63 gehe Beschäftigung runter und gleichzeitig steige sie insgesamt. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich kann doch Beschäftigungsaufbau in bestimmten Bereichen haben, Beschäftigungsabbau in anderen, dann gibt es einen positiven Saldo. Das heißt doch in der Logik, wenn es keine Arbeitsplatzverluste gäbe, so wie unterstellen wir mal, das stimmt, was die Wirtschaftswissenschaftler sagen, dann wäre der Saldo größer. Aber daraus zu sagen, das sei nicht logisch, was die Wirtschaftswissenschaftler behaupten, das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn die das so geschrieben hätten, wie Sie gesagt haben, dann würde ich dem auch zustimmen. So ist es aber nicht im Bericht. Ich habe es halt verstanden, wie Sie es geschrieben haben. Gut, dann ist es, wenn das so ist, wie Sie es beschreiben, dann freuen wir uns alle. Okay. Ich finde nur, dass eine Debatte darüber stattfindet, angesichts der Konjunkturentwicklung. Das festzumachen an dem Thema Rente und Mindestlohn, das finde ich ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht ausreichend für das, was wir machen sollen. Sagen wir es mal so. Ja. Frau Wefers. Ich wüsste gerne noch etwas genauer, was die Ursachen für die Korrektur von dem halben Prozentpunkt sind. Sie hatten ja geopolitische Risiken genannt, also Ukraine und vielleicht auch Nahe Osten. Gibt es noch andere Gründe oder ist das der ausschließliche Grund, um diesen halben Prozentpunkt zurückzunehmen? Also, wir reden über Nahe Osten, wir reden über Ukraine, wir reden aber vor allen Dingen auch über deutliche Rückgänge des Wirtschaftswachstums in den Exportländern, in die wir exportieren. Das sind die BRICS-Staaten,
das ist China, das ist Lateinamerika und das ist im Kern die Europäische Union, bei denen alle Prognosen, dass das Wachstum in Gang kommen soll, sich nicht bewahrheitet haben. Könnten Sie das noch mal untergliedern? Also was der größere Teil ist, der kleinere Teil ist? Der größere Teil ist Europa. Sie können jetzt nicht untergliedern, das habe ich die Wirtschaftsweisen mal gefragt, und zwar am Anfang der Ukraine-Krise, ob es eigentlich Erfahrungen gäbe, aus der man schließen kann, wie sich ein verändertes Klima, nicht so sehr die Sanktionen selbst, ich meine, der Außenhandel mit Russland, der ist um die 4%, der ist jetzt nicht riesig, aber das Thema ist ja, welches Klima entsteht da. Und wenn ein Klima der Unsicherheit entsteht, kommen Investitionen nicht in Gang. Die Antwort war, dass man das nicht quantifizieren könne. Ja, aber im Berechnungsmodell haben Sie es ja quantifiziert. Also ich glaube nicht, dass wir sozusagen gesagt haben, so viele Prozentpunkte sind Ukraine. Also wir können sagen, was hat sich real ausgewirkt im Außenhandel mit Russland. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass der Außenhandel mit Russland vor der Ukraine-Krise bereits drastisch zurückgegangen ist, wegen der schwierigen ökonomischen Entwicklung in Russland. Also auch da ist es schwer zu sagen, was ist der Anteil der Sanktionen und was ist Fortsetzung dessen, was schon vor Einsetzen der Sanktionen begonnen hat. Herr Greife. Als das billigste Konjunkturprogramm wird ja in Europa das Freihandelsabkommen angepriesen mit den USA, um einen Übergang hinzubekommen. Da ist ja morgen auch ein Treffen angesetzt. Die Italiener fordern eine Art TTIP-Light. Wie stehen Sie denn dem Vorschlag gegenüber und kann so ein TTIP-Light noch für die Wachstumsimpulse setzen, die man sich von dem Abkommen erhofft? Ich denke, dass es Sinn macht, sich den Vorschlag der Italiener morgen im Handelsausschuss erstmal anzuhören, bevor man ihn bewertet. Ja. Herr Kollege. Ja, Sie, genau. Hallo, Nicolas Barot von Figaro. Eine Frage über die deutsch-französische Studie zur Reformpolitik dort in Deutschland und Frankreich. Was erwarten Sie davon? Und um genau zu sein, welche Reformen erwarten Sie von Frankreich? Die umsetzen, die der französische Präsident vorhat. Es ist eine deutsche-französische Studie. Ja, die Studie habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Macron in Auftrag gegeben. Und wenn die vorliegt, dann veröffentlichen wir die. Und wann es veröffentlicht wird? Das habe ich nicht im Kopf, aber wir können nachher noch mal mit unserem Pressesprecher Herrn Dünow fragen. Ich weiß nicht im Kopf, wann das Delors-Institut das vorlegen will. Kann ich Ihnen nicht genau sagen. Herr Pichler. Herr Gabriel, jetzt wird ja die Wachstumskorrektur Auswirkungen auf den Haushalt haben. Sie sagen, die schwarze Null wird auf jeden Fall eingehalten. Wie soll denn das geschehen? Können Sie uns denn da eine Ahnung vermitteln, wie Sie das erreichen wollen? Wie diese Mindereinnahmen sozusagen aufgefangen werden? Ich habe ja vorhin schon mal geschildert, dass man nicht einfach, wenn im Außenhandel etwas zurückgeht, der ist mehrwertsteuerbefreit, davon ausgehen kann, dass das unmittelbare Auswirkungen 1:1 in Richtung Haushalt hat. Es wird Haushaltsauswirkungen haben. Gleichzeitig haben wir aber eine nachhaltige Niedrigzinsphase. Ich habe den Finanzminister schlicht und ergreifend gefragt, ob er davon ausgeht, dass er mit 1,2 und 1,3 die schwarze Null erreicht. Und seine Antwort war ja.